Hallo, ich bin Norman Man. Und ich bin Atomic Boy. Und heute ist meine Aufgabe der Schutz von Ponty Pandy vor Gefahren an den Gleisen. Meine auch. Schützen und retten. Aber nur als mein Helfer. An so Eisenbahngleisen lauern viele Gefahren. Hey, eigentlich sollte ich das sagen, ja? Also stellt euch nie zu dicht an die Eisenbahngleise. Haltet genügend Abstand. Tretet von der Bahnsteigkante zurück. Und es wäre auch eine gute Idee, jedes Geschubse und Geschiebe auf einem Bahnsteig strikt zu unterlassen. Entschuldige, Feuerwehrmann Sam. Nur keine Sorge, Sam. Ich werde dafür sorgen, dass alle einen sicheren Abstand einhalten. Also, immer dran denken, Erdlinge. Schön vorsichtig sein, wenn ihr irgendwo Schienen seht. Wie? Halt! Das ist mein Zug! Wartet auf mich! Wartet doch auf mich! Ich bin Feuerwehrmann Sam und heute werde ich euch den richtigen Umgang mit Kerzen zeigen. Und mein zuverlässiger Assistent Norman Price hilft mir sicherlich dabei. Hallo, liebe Freunde. Heute hat meine Mom Geburtstag und wir wollen die Kerzen auf ihrer Geburtstagstorte anzünden. Und woran denken wir unbedingt immer, bevor wir eine der Kerzen anzünden dürfen, Norman? Natürlich erst den Kuchen probieren, ob er auch noch schmeckt. Das ist doch kein richtiger Kuchen, Norman. Das ist nur eine Attrappe für die Scheußlich, nur ein Attrappenkuchen. Also, woran denken wir unbedingt immer, wenn es um Sicherheit mit Kerzen geht, Norman? Regel Nummer 1. Passt gut auf, dass eure Kerzen sicher stehen, damit sie nicht umfallen. Hervorragend, Norman. Und nun wird's Zeit, sie anzuzünden. Ja! Nummer 2. Holt immer einen Erwachsenen, um die Kerzen für euch anzuzünden. Lasst die Finger von Spielereien mit Feuer. Du hast ja recht. Danke, Penny. Dann wäre eigentlich nur noch eins zu bedenken für einen schönen Geburtstag. Na, den Kuchen zu meiner Mom bringen. Stopp! Nummer 3. Nie eine angezündete Kerze durch die Gegend tragen. Oh, das sind ja angezündete Kerzen. Das sind angezündete Hey, Kerzen. Vorsicht. Oh nein. Nummer 4. Norman Price immer auf Abstand zu der Geburtstagstorte halten. Und das waren Feuerwehrmann Sams heiße Sicherheitstipps für Kerzen. Ich bin James. Ich bin Sarah. Ich bin Mandy. Und ich bin Norman. Und wir sind die jungen Retter. Und heute geben uns die jungen Retter einen sehr wichtigen Tipp für ein schönes und sicheres Grillfest. Heute ist der große Ponty Pandy Grillfesttag. Und wir sind hier, weil wir euch zeigen wollen, wie man... Weg da! ...den Abstand richtig... Weg da! ...einhält. Norman, was machst du denn da? Na, ich sorge dafür, dass alle den Sicherheitsabstand zu dem Grill einhalten, klar? Hey, Abstand halten! Aber mein Steak liegt da drauf und wird verkohlen. Und ich würde gern mein Brötchen rösten. Norman, du musst meinen Vater da natürlich hingehen lassen. Er ist doch der Grillmeister. Naja, Norman hat schon recht. Wir sollten natürlich einen sicheren Abstand zu offenem Feuer oder so einem glühenden Grill einhalten. Aber du solltest vielleicht den Koch an den Grill heranlassen, besonders wenn du hungrig bist. Oh nein, jetzt sehen meine Steaks aus wie hässliche alte Klumpen. Na, dann esse ich mein Brötchen jetzt einfach so. Aber zum Glück habe ich noch etwas eingepackt. Oh nein, jetzt habe ich das Brötchen so verputzt. Hey, wir sind die wilden Männer von Ponty Pandy. Und heute erzählen wir euch etwas über Sicherheit in natürlichen Gewässern. Wenn ihr in einem See planschen geht, dann seid immer sehr vorsichtig und passt gut auf. Und das ist kein Witz, Mann. Denn manchmal kann das Wasser sehr schnell sehr tief werden. Denkt immer daran, planschen kann gefährlich sein und geht nur ins Wasser, wenn auch wirklich ein Erwachsener auf euch aufpasst. Bügeleisen sind wirklich nützlich. Mit ihnen kann man die Falten aus den Hosen wieder wegmachen und sie sorgen dafür, dass man ordentlich aussieht. Aber Bügeleisen können auch sehr gefährlich sein. Erwischt, du bist dran! Vorsicht! Dad hat gerade das Bügeleisen an.
Oh nein! Bügeleisen sind sehr schwer und man kann leicht über das Kabel stolpern und dann fallen sie auf einen drauf. Ja, und dann sind sie auch noch sehr lange heiß, auch wenn sie schon längst ausgeschaltet waren. Dad! Na, was ist denn los, ihr zwei? Erwischt! Du bist! Und du hast da was Wichtiges vergessen! Ach, herrje! Das stelle ich besser schnell an einen sicheren Platz. Und dann spielen wir Fangen. Ich komme! Drum seid schlau und spielt nicht in der Nähe von Bügeleisen. Das sind keine Spielzeuge. Denn sie sind noch lange sehr heiß, auch wenn sie schon längst ausgeschaltet worden sind. Hey, wir sind die wilden Männer von Ponty Pandy. Und heute erzählen wir euch etwas darüber, wie ihr auch am Strand sicher seid. Geht ja nicht zu dicht ans Wasser, wenn nicht gerade ein Erwachsener bei euch ist. Moose ist ein Erwachsener. Daher kann mir nichts passieren. Au, 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 au. Und ihr solltet doch etwas tragen, um eure Füße zu schützen. Es können spitze Sachen im Wasser liegen, wie zum Beispiel Steine, die ihr nicht seht. Ein Pflaster, Tom. Ich bin James. Ich bin Sarah. Ich bin Mandy. Und ich bin Norman. Und wir sind die jungen Retter. Und heute geben uns die jungen Retter einen sehr wichtigen Tipp für ein schönes und sicheres Grillfest. Heute ist der Ponty Pandy Grillfesttag. So ein Grillfest kann riesigen Spaß machen, aber es kann auch sehr gefährlich werden. Erstens, ihr müsst das Anzünden des Grills immer den Erwachsenen überlassen. Hey Trevor, wetten, ich krieg meinen eher an als du? Was wir erst noch mal sehen wollen. Und denkt immer daran, dass ja keine Bäume oder Sträucher in der Nähe eures Grills sind. Am besten weit weg von allem, was brennen könnte. Es geht schon los! Oh! Oh! Und ihr solltet auch dafür sorgen, dass der Platz für den Grill ganz eben ist. Sonst kann er sehr leicht umfallen, wenn ihr grillt. Hier, wackeln oder wegrollen kann der nicht. Der perfekte Platz für ein sicheres Grillfest. Oh nein, meine Würstchen rollen weg! Onkel Sam! Keine Angst, ich mach das schon. Ich denke, das wird heute ein langer Tag werden. Elektrizität ist eine tolle Sache. Mit ihrer Hilfe kochen wir Tee oder bereiten unser Essen zu. Mm. Und mit Hilfe von elektrischem Strom können wir im Dunkeln sehen. Aber Wasser und Strom vertragen sich überhaupt nicht. Also fasst niemals irgendwas Elektrisches mit nassen Händen an. Lasst niemals Getränke auf oder zu nahe an elektrischen Geräten stehen. Und bringt vor allem niemals ein angeschlossenes Elektrogerät ins Badezimmer oder sonst in die Nähe von Wasser. Das könnte einen ziemlich bösen Stromschlag geben. Also passt auf und denkt immer daran, Strom und Wasser lieber nicht. Ba, 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 ba. Hallo, ich bin Atomic Boy. Und ich bin Norman Man. Und wir wollten euch heute sagen, wenn ihr rausgeht und es dunkel ist, sorgt immer dafür, dass man euch gut sehen kann. Pah, das hier sollen Superheldenleuchten sein? Oh, also vergesst nicht, Erdlinge. Immer sicher, immer helle. Damit man euch auch nachts gut sieht. Ich bin James. Ich bin Sarah. Ich bin Mandy. Und ich bin Norman. Und wir sind die jungen Retter. Und heute zeigen uns die jungen Retter, wie man immer für Sicherheit sorgt. Und zwar in der Küche. Hallo ihr, das müsst ihr euch ansehen. Unsere aberwitzigen, irren, waghalsigen Sicherheitstipps. Waghalsig finde ich nicht so klasse. Keine Angst, James. Der Strom ist abgeschaltet und im Topf ist nichts. Es ist vollkommen sicher hier. Ach, nun verdirbt doch nicht alles, Sarah. Es wäre gefährlich, wenn alles hier echt wäre. Die Sache ist die. Wenn eure Mutter oder euer Vater kochen, sollten sie darauf achten, die Topfgriffe zur Seite zu drehen. Nur manchmal vergessen sie das. Wird hier jetzt endlich mal was Waghalsiges gemacht oder nicht? Okay, Norman. Ich werde nun bei einem der Töpfe den Stiel in die gefährliche Position bringen. Trommelwirbel bitte. Ich
kann gar nicht hinsehen. Wenn die Topfstiele weit nach außen stehen, fallen die Sachen leicht vom Herd herunter. Und dann verbrennt ihr euch ganz schnell. Wenn also ein Topf so dasteht, geht schön auf Abstand und holt einen Erwachsenen. mein Fuß! Sag ich doch, das ist richtig gefährlich. Also immer vorsichtig sein in der Küche und Finger weg von heißen Töpfen. Wenn ein Topfstiel weit nach außen ragt, bittet einen Erwachsenen, den Topf zu drehen. Wirklich toll, diese Fenster. Man kann aus ihnen rausschauen. Man kann sie öffnen, damit es kühler wird oder um frische Luft reinzulassen. Oder man kann Sachen auf die Fensterbank stellen. Aber es kann sehr gefährlich sein, in der Nähe von Fenstern zu spielen. Oder vielleicht sogar auf Fensterbänke zu klettern. Wer von da runterfällt, der tut sich ganz schön weh. Und wer sogar aus dem Fenster stürzt, kann unglaublich tief fallen. Norman, hast du diese Porzellanpuppen gesehen, die ich von Tante Phyllis zum Geburtstag bekommen habe? Ja, Mom. Ich werde sie dir gleich runterbringen. Wo ist eigentlich der Klebstoff? Also immer Vorsicht und ja nicht auf Fensterbänken rumklettern. Hey, wir sind die wilden Männer von Pontypendi. Und heute sind wir am Strand. Hey, Moose, Tom, alles in Ordnung? Klar, Sam. Naja, wir zeigen nur gerade allen, wie man auch in freier Natur sicher ist im Wasser. Wenn ihr so am Planschen seid, passt gut auf, dass ihr nie mit dem Rücken zur See steht. Manchmal kann einen so eine Welle einfach umhauen. Pass auf die Welle auf, Tom. Das war knapp. Schon okay, Sam. Alles unter Kontrolle. Da habe ich ordentlich viel mehr Wasser geschluckt. Was zu trinken, Tom? Ja, bitte, Mann. Hallo und herzlich willkommen zu Flatz Feuerwerk Sicherheitstipps. Wunderkerzen machen noch mehr Spaß, wenn man die Hände mit Handschuhen schützt. Oh, jetzt ist sie schon aus. Heiß. Denkt immer daran, Wunderkerzen bleiben noch sehr lange heiß, auch wenn sie lange aus sind. Ihr solltet daher einen Eimer Wasser aufstellen, um sie sicher darin auszumachen. Kriege ich jetzt noch eine? Bitte, Sam. Wir sind die jungen Retter. Denkt immer daran, eure Haustiere ins Haus zu holen, wenn es ein Feuerwerk gibt. Alle unsere Haustiere sind jetzt in Sicherheit, Feuerwehrmann Sam. Alle bis auf diesen Tiger. Keine Angst, ich hab ihn ja schon. Und er auch nicht. Genau, eure Tiere solltet ihr im Haus lassen. Denn das laute Knallen könnte sie erschrecken. Danke, Freunde. Ich bin Feuerwehrmann Sam und heute erfahren wir was über Brandschutzvorkehrungen von meinen Freunden aus Pontypendi, Joe und Hannah. Ja, ich bin Joe Sparks und heute lüfte ich alle technischen Geheimnisse hinter den Rauchmelden.